Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo, hallo und schön, dass ihr mit uns gemeinsam in eine neue Woche voller Streaming-Tipps startet. Es ist Montag, der 15. Juli und wir legen direkt mal mit einer neuen Thriller-Serie aus England los. In The Jetty steht Detective Amber Manning im Zentrum des Geschehens. Sie wird zu einem malerischen Ort in Lancashire gerufen, wo ein Feuer in einem Haus ausgebrochen ist. Bei ihren Ermittlungen stößt sie dabei auf einen alten vermissten Fall, der auch bei Manning so einiges aufwirbelt. I'm a detective. I'm basically a human lie detector. Right, you're always looking for connections, aren't you? I would say that is a facet of the job, Hitch, yeah. I do a podcast on crimes against women and girls. Don't bite those crabby by the ankles and don't let go. Missing and abused girls aren't rubbish to be hidden from tourists. I'm invisible. He's a predator and he needs to be stopped. You stay away from my daughter, do you hear me? I'm starting to think you're a spider tucking a web in the heart of all this. This is not a game! Neben dem vermissten Fall kommt Amber Manning auch einer illegalen Dreiecksbeziehung zwischen einem Mann und zwei minderjährigen Mädchen auf die Spur. Dieser Fall bringt Amber dazu, alles in Frage zu stellen, was sie über ihre eigene Vergangenheit und die Gegenwart zu wissen glaubt. The Jetty könnt ihr ab heute über BBC iPlayer anschauen. Das ist die offizielle Streaming-Plattform von BBC, die ihr zum Beispiel über eine VPN-Verbindung empfangen könnt. Oder ihr bucht bei Amazon Prime Video den sogenannten BBC-Channel dazu. Dann habt ihr auch darüber Zugriff auf die Inhalte von BBC. Die Fußball-Europameisterschaft ist seit gestern vorbei, doch es steht schon das nächste sportliche Großevent an, nämlich die Olympischen Spiele in Paris. Eine olympische Medaille um den Hals gehängt zu bekommen, ist für viele Turnerinnen und Turner der große Traum. Sie trainieren bis zum Umfallen, nehmen Schmerzen in Kauf und geben alles für ungefähr 60 Sekunden Perfektion bei ihrer Kür. Konzentration, Adrenalin, so ein Sprung an Hormonen, die durch den ganzen Körper gehen. Vielleicht ist es so ein bisschen verliebt sein. Man hat eigentlich im Grunde genommen für diese 60 Sekunden sein bisheriges Leben geopfert. Für viele gilt Turnen als der schönste, aber wahrscheinlich auch härteste Sport der Welt. Die Doku-Reihe 60 Sekunden Perfektion begleitet unter anderem Barren-Weltmeister Lukas Dauser auf seinem Weg nach Paris und auch die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz versucht nach ihrem Achillessehnenriss den Anschluss nicht zu verlieren. Alle 4 Folgen findet ihr ab heute online first in der ARD-Mediathek. Zu guter Letzt geht es bei uns heute noch um Schildkröten. Aber wir reden hier nicht von einer ruhigen Naturdoku, sondern es geht um die kultigen Teenage Mutant Ninja Turtles. Produzent Michael Bay hat da den großen Erfolg gewittert und 2013 den ersten Blockbuster rausgebracht. Mit Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Out of the Shadows will er da wieder anknüpfen. Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello leben wieder in der Kanalisation. Doch dann entkommt ihr Erzfeind Shredder aus der Sicherheitsverwahrung und plant mal wieder die Unterjochung der Erde. So was habe ich noch nie zuvor gesehen. Jungs, ich schätze, ich weiß, was hier abgeht. Sensei Shredder. Damit erschaffen wir eine Armee. Die Show kann losgehen. Du bist Nashorn. Und du ein... Ein kleines Schweinchen. Wenn das violette Zeug Menschen in Tiere verwandeln kann... Jetzt geht's rund, Baby. Verwandelt es uns vielleicht... auch in Menschen. Dann sitzen wir hier unten nicht für immer fest. Das wäre doch die Chance, zu Menschen zu werden. Wir sind Turtles. Ob es dir gefällt oder nicht. Bewaffnet euch. An der Seite der Turtles ist wieder April O'Neil, gespielt von Megan Fox. Diesmal haben sie mit dem Polizisten Casey Jones einen weiteren kampfstarken Verbündeten. Und die Turtles brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Denn Shredder hat es geschafft, seine Handlanger in ein Nashorn und ein Warzenschwein zu verwandeln. Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.
Das waren unsere Streaming-Tipps zum Wochenstart. Wenn ihr uns gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und vergesst nicht, uns zu folgen. Dann landet die neue Folge morgen auch direkt bei euch im Feed. An der heutigen Folge hat Lia Rogge mitgearbeitet. Audioproduktion Tim Schmutzler. Ich bin Imke Zimmermann und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid bei unseren Streaming-Tipps. Bis dahin, wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.